Ich bei Captain Carrier Bomb echt bis 75 durch. Kannst auch zu Captain Boo gehen. Und ich würde dem empfehlen, die Quest-Items schon mal zu sammeln für die Quest-Verwaltungs-Quests. Und die haben die XP von Hopper tatsächlich geändert. Also wenn du 1v1 bist, solltest du zu Hopper gehen wahrscheinlich. Also ich müsste nochmal nachschauen, weil die haben leider... Das ist halt das Problem bei FLiFT Universe, dass sich laufend Sachen ändern können oder werden. Und das heißt, das ist tatsächlich nicht mehr 100% aktuell. Das haben wir offensichtlich selber eingesehen, dass das keinen Sinn ergibt. Und da haben sie geändert. Ich glaube, Captain Hopper gibt, oder alle Hopper geben irgendwie mehr XP. Und ich glaube, Captain Boo oder irgendwie so, weil da war, glaube ich, das Problem, dass irgendwie Boo weniger oder mehr XP gegeben haben als Captain Boo oder irgendwie so. Also sie haben genau in diesem Levelbereich von Carrier Bomb haben sie mehrere Monster verändert. Und das war, nachdem ich das Video gemacht habe. Das heißt, das ist da nicht berücksichtigt. Also, da müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen, das irgendwie in die Kommentare schreiben oder so. Dass das jeder sieht. Wird sich wahrscheinlich noch öfter was ändern oder halt mal eine updated Version machen wahrscheinlich. Da gar keinen Bock mehr auf Slow, der Boy. Kann man nicht benachrichtigen bei Geeks? Gar nicht. Ich finde sie schon. Bin ja eher dann nah beieinander in der Wüste. Also kannst du es hier in den Chat schreiben. Aber wenn ich level, dann level ich eigentlich. Ich habe schon so viele Empties verschwendet, das mache ich jetzt nicht mehr. Dafür sind sie zu teuer geworden. Also Empties verschwendet, indem ich dann angefangen habe zu giegen, während noch eine Empty lief. Das machen wir nicht mehr. In der Empty-Verschwender-Gang. Stream nicht immer auf. Ja, aber ich geek ja auch nicht den ganzen Tag. Also vorhin habe ich 4 Stunden gelevelt. Also währenddessen zum Beispiel geek ich ja eh nicht. Und den ganzen Tag bin ich auch nicht online. Ich spiele nur abends eigentlich. Primetime-Styler. Tagsüber wird nicht geflifft. Oh, was ist das? Vakuum? Lightning? Earthquake. Crash. Das war ein 3K-Crit von so einem random Vieh ins Gesicht, ey. Ja, okay. Passt schon wieder.
Der Boy ist schon echt nervig, ey. 3,6 Millionen ist eine Menge Leben. Road to 12K. Wow. Aber hier sollte ich den wahrscheinlich nicht machen. Hier ist es total verbuggt. Diese Portbugs plötzlich. Freaking Channel 1.
Safe, Beburg? Darauf verlasse ich mich nicht. Darauf verlasse ich mich nicht. Das Game ist so verbuggt. Nee, du. Darauf verlasse ich mich nicht. Niemals im roten Kreis stehen. Also, es würde erklären, warum ich bei Chimeradon oft schon den Damage nicht bekommen habe. Oder einfach gar nichts abbekommen habe, obwohl ich eigentlich im Kreis war durch Portbug oder so. Aber das ist mir nicht wert, die, was weiß ich, 0,5 Sekunden oder eine Sekunde, die ich da verliere vielleicht. It's better safe than sorry. Reicht mir schon einmal, dass es quasi nicht funktioniert. Um es niemals zu riskieren. Ich benutze Blessings, auch wenn Max Res. Ich hab Max Res. Ich benutze trotzdem Blessings. Ich grant mir den Arsch ab. Kein Bock, auch nur einen einzigen Prozentpunkt wieder zu verlieren. Stimmt, Senseisto. Aber nur sehr selten. Sehr unwahrscheinlich. Der foodet. Er foodet natürlich genau, wenn wir 40 von diesen Drecksviechern hinterherlaufen. Lässt er alle seine Karten liegen? SpongeBob? What is you doing? Käsegesicht, Braunhose. Und ich habe fast 1000 Punkte.